Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute gibt es ein Unboxing und nicht wundern, in dem Bild seht ihr die Hände von Philipp und vertonen werde aber ich das, wie ihr es gerade hört. Auf jeden Fall gibt es ein Unboxing zum OnePlus 5. Das Video haben wir vor über einem Jahr gedreht und haben es irgendwie nicht geschafft, es bis jetzt zu vertonen, aber wir wollten es halt unbedingt gerne noch hochladen und hätten es am liebsten schon eher hochgeladen. Bestellt haben wir das, also für Philipp, das ist sein jetzt aktuelles Handy, bestellt haben wir das ziemlich direkt, nachdem es rausgekommen ist. Also da war es noch ganz neu. Und ja, er hat irgendwie so einen Studentenrabatt da nutzen können, wo man da auf der Website von OnePlus irgendwie seine Immatrikulationsbestätigung oder sowas einscannt und dann gab es irgendeinen Rabatt. Auf jeden Fall hat er sich an sich das Gerät bestellt und noch ein bisschen Zubehör. Und den Zubehör seht ihr jetzt hier. Also da haben wir einmal die originalen OnePlus-Kopfhörer. Die seht ihr hier. Dann eine Hülle für, also nur so ein Backcover, praktisch in Rot in der OnePlus-Farbe. Also der ihr typisches Rot, sage ich mal. Der Zubehör ist natürlich alles original, also von der Website praktisch von OnePlus bestellt, bei der Bestellung vom Handy mit. Und dann hier noch eine Hülle, so, die man eben vorne auch zuklappen kann, wo man auch Kreditkarte und sowas reinstecken kann. Und also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber irgendwas von dem ganzen Zubehör gab es auch zum Handy dazu, soweit ich weiß. Und der Philipp hat nicht alles sozusagen extra noch einzeln bestellt. Ja, und das ist das Gerät. Ihr seht auch wieder das typische Rot. Also das ist ja der ihr Stil sozusagen. Alles so ein bisschen in Rot gehalten. Und ja, die Verpackung ist eigentlich so wie die meisten Handyverpackungen ziemlich schlicht. Ja, da gibt es jetzt auch gerade nicht so viel zu sagen. Auf jeden Fall sind das die vier Artikel und die werden wir uns jetzt mal näher anschauen. Ja, zu den Kopfhörern gibt es an sich so technische Details jetzt nicht so viel zu sagen. Sie sind auf jeden Fall sehr gut, vor allem einfach an dem Handy. Also das ist direkt alles so aufeinander abgestimmt, finde ich, oder mir kommt zumindest so vor, dass oder da die ja extra für das Gerät sozusagen sind, ist es auch so abgemischt, dass es dann an dem Handy auch super klingt. Und ja, wir haben die dann verglichen mit meinen Kopfhörern. Ich habe so Sennheiser, die jetzt halt zu keinem Gerät sozusagen dazugehören. Und also die sind echt gut, die OnePlus. Ja, das ist dann eben die Hülle, die rote. Und bei der ist es so, dass die außen, die ist so matt, also es ist so wie Gummi. Und innen drin ist die ganz weich, also damit das Handy, wenn da Dreck dazwischen kommt, keine Kratzer bekommt und so weiter. Das ist wie so ein Stoff oder sowas. Ist auf jeden Fall qualitativ echt hochwertig. Und ja, die sieht auch total schön aus, finde ich. Ist ja aber auch was Gutes, also ist jetzt nicht irgendein China-Billig-Kram. Und hier dieses Backcover ist auch schon, ich glaube, also mit dem Handy schon runtergefallen und hat aber keine Spuren erlitten, also ist nichts zerbrochen oder so. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das ein bisschen flexibel ist. Also es ist ja außen Gummi, aber ihr seht auch diesen schwarzen Rand da, wo die Kamera sozusagen durchguckt. Und das Schwarze ist irgendwie noch so eine Plastikschicht innen drin, also so wie Hartplastik. Genau, und das hier ist eben die andere Hülle zum Aufklappen. Die ist außen wie so Leder, würde ich sagen, oder Kunstleder in dem Stil. Und die Ecken, wo das Handy dann da sozusagen fest drin ist, sind Plastik. Ja, ihr seht, dass man da die Kreditkarte oder sowas innen rein tun kann. Oder ja, irgendwas Kleines halt aus Papier. Und dann kann man das zuklappen, aber es ist jetzt nicht so, dass es mit Magnet oder irgendwas zuhält, sondern einfach nur zum Klappen. Ja, und das hier ist irgendwie das Teil einfach nur, was da drin war, zur Stabilisation. Genau. Auf jeden Fall habt ihr auch gesehen, dass es eigentlich alles ganz schön verpackt war bis jetzt, aber am tollsten ist natürlich das Handy verpackt, das werdet ihr jetzt sehen.
Also es ist erstmal eingeschweißt, würde ich sagen. Bestellt hat Philipp das übrigens bei der Originalseite, sonst hätte er diesen Studentenrabatt nicht kriegen können. Und er hatte, glaube ich, vorher immer mal im Internet geguckt. Also das Handy war ja noch nicht so lange draußen, deswegen gab es auch noch nicht so viel, sage ich mal, andere Orte, wo man das bestellen konnte, also eBay oder so. Aber vor allem wegen solchen Rabattaktionen ist es eigentlich empfehlenswert, auf der Originalseite zu bestellen. Dann hat man auch gleich, sage ich mal, wenn man mit irgendwas nicht zufrieden ist, auch immer direkt den Ansprechpartner, also von der Seite selbst. Ja, das hier sind nochmal die Kopfhörer. Ihr seht, das ist so Metalloptik sozusagen, also diese kleinen Stöpsel von außen. Und jetzt seht ihr auch schon mal, wie viel Mühe und wie viel Design und so weiter hinter den Verpackungen steckt. Also das macht ja immer mehr aus oder es wird auch immer mehr gemacht, dass durch die Verpackung nochmal ja, was symbolisiert werden soll. Und ihr kennt das ja auch von anderen Herstellern, dass auf die Verpackung mittlerweile so viel Wert gelegt wird, dass es optisch schön ist oder wie hier. Habt ihr ja gerade das kleine Ding gesehen, was man da rausziehen kann, dass einfach noch so kleine versteckte Sachen sind. Und ja, das ist, also ich glaube, das begeistert auch die Konsumenten oder Käufer von den Produkten. Also ich weiß, dass Philipp sowas richtig cool findet. Ja, hier in dem kleinen Ding sind diese Ersatz-Gummistöpsel, die man praktisch austauschen kann, also verschiedene Größen für die Kopfhörer. Und ja, genau, ich glaube, auf den Kopfhörern an sich, die da drinnen stecken, also in der Verpackung ist auch noch ein Mal, also ein Paar. Das heißt, es sind dann insgesamt drei Paar. Und ich denke mal, dass da schon für jeden irgendwie was dabei sein wird, weil es sind ja jetzt, ich sag ich mal, Standardgrößen oder würde ich vermuten, was die da sozusagen haben. Ja, genau. Es ist alles nochmal zugeklebt. Und ich glaube, diese Verpackung an sich, das ist ja so wie Pappe oder Papier in mattschwarz. Genau, da links seht ihr die Anleitung. Und ich glaube, da unten, wo dieses Plastik ist, da ist dann einfach das Kabel so reingerollt. Ja, und jetzt geht es eigentlich an das Gerät an sich. Und ja, auf jeden Fall zieht man erstmal den Deckel ab und dann sieht man natürlich direkt das Handy. Das ist ja eigentlich meistens so, dass es zuallererst liegt. Und dann gibt es auch so eine Plastikhilfe zum Rausnehmen. Und ihr seht, dass es nochmal extra so einen kleinen Rahmen hat. Der ist auch ein bisschen dicker. Und mit dem kann man es praktisch rausnehmen. Und da ist dann aber auch nochmal was drin. Das werdet ihr gleich sehen. Ja, eigentlich ist diese Plastikhilfe auch dazu da, dass man das Handy rausnimmt, ohne Fingerabdrücke drauf zu machen. Ja, dann, was ich auch total cool finde, haben die hier so eine Zwischenpappe mit einem richtig schönen Foto gemacht. Das Foto, denke ich mal, symbolisiert auch nochmal die krasse Kamera von dem Handy, weil das ja schon eine ziemlich gute Kamera hat. Und das ist dann auch schon das Ladegerät, also der USB-Stecker, also von normalem USB zu USB Typ C. Und das ist auch in dem Rot gehalten von OnePlus. Also die sind sich da schon in ihrem Stil sehr, sehr treu, sag ich mal. Und das ist der richtig fette Stecker. Der ist so fett, weil das Dash Charge ist. Also das geht ziemlich schnell mit dem Stecker. Man kann das natürlich auch mit einem anderen Stecker laden, aber dann dauert es länger. Und da kommt einfach mehr Strom raus. Also das ist sozusagen der Sinn von Dash Charge. Ja, mehr ist in der Verpackung nicht drin, nur sozusagen diese vorgeformten ja, Sachen, wo man das Kabel reintut und dann kommt auch das Foto wieder drauf. Ja, und wie gesagt, hier in dem roten Rahmen, das dürfte eigentlich auch aus Pappe sein, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe das nicht in der Hand gehabt, aber sieht so aus. Da ist praktisch unter dem Handy, das habt ihr auch gerade gesehen, wie so eine kleine Schale aus Plastik, wo das drin liegt. Und hier seht ihr jetzt die Aufkleber und so, das ist einfach hinten noch so eine Folie. Die kann man natürlich abziehen und ich glaube, es ist auch vorne so eine Art Folie drauf, ich bin mir nicht sicher.
aber nicht so eine wie eine normale Schutzfolie, sondern auch einfach nur so vom Werk. Also ja, das ist dann nach der Produktion sozusagen, dass da die Folie draufgeklebt wurde, wie hinten eben. Bloß, dass vorne nichts draufsteht. Ja, ihr seht das Handy, ihr seht, dass es relativ schlicht gehalten ist, komplett schwarz. Hinten die doppelte Kamera. An der Seite, sag ich mal, die normalen Tasten, also Lautstärke und so weiter. Hier ist auch nochmal die Verpackung, wie ihr sehen könnt. Und ja, da kann man unten irgendwo aufmachen. Und da sind dann nochmal Zettel drin. Also zum Beispiel sowas wie eine, ich glaube, so eine Kurzanleitung oder so. Ich meine, die ganz krasse individuelle Anleitung, die werden die da jetzt nicht reinpacken, so ein dickes Buch. Aber so ein bisschen Papierkram, ich denke mal, auch die Garantiekarte ist da mit dabei. Und natürlich Aufkleber, die finde ich auch sehr schön gemacht. Ja, genau, hier seht ihr, glaube ich, auch wenn man die SIM-Karte einsetzt und sowas, weil das ist ja eigentlich so die ersten Schritte. Und ja, ansonsten, wenn man das Handy dann anschaltet und dann irgendwas einstellt, das erklärt sich ja eigentlich von selber, weil bei den allerersten Schritten nach dem Anschalten steht ja dann auch immer, was man machen muss und so weiter. Ja, genau, das sind die, sag ich mal, Papierzubehörsachen, die da auch nochmal extra in so einem Papprahmen sind. Und unten drunter, das seht ihr jetzt schon da in Silber, das ist aus Metall, das ist das Tool, womit man die SIM-Karte rausholt. Und bei dem Handy ist ganz wichtig, das hat keine SD-Karte, also keinen Eingang dafür. Aber es hat einen großen internen Speicher. Ich glaube, Philipp hatte die 128 GB-Version. Das ist relativ viel. Das gibt es auch noch mit 64, soweit ich weiß. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch eine größere Version gibt, so 512 oder so. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber 128 reicht vollkommen aus. Also dafür, dass man dann keine SD reintun kann. Ja, genau. Und jetzt schauen wir uns mal das Gerät näher an. Es ist wie gesagt sehr schlicht gehalten, aber auch formschön. Und unten die Taste, die ist sozusagen nicht zum Reindrücken, sondern nur so Touch. Ja, und das ist der Hochfahrbildschirm. Natürlich mit dem OnePlus-Logo. Und ja, genau. Das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns im nächsten Video.